Viele Menschen scheuen Anlagen an den Börsen, weil sie Angst haben. Warum ist das so? Es ist kein Wunder, dass viele Menschen Angst haben, Geld an der Börse anzulegen. Denn in den Medien werden meistens die großen Börsencrashs sehr stark behandelt, die vielen, vielen positiven Börsenjahre aber in der Regel nicht. Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, der amerikanische Aktienmarkt ist seit 1950 in den 74 Jahren nur 16 Jahre negativ gewesen. Alle anderen Jahre war er positiv. Das heißt, Geldanlegen an den Kapitalmärkten lebt davon, einen langen Atem zu haben und auch mal das ein oder andere negative Jahr eben auszustehen, weil es in den Jahren danach sich meistens wieder ausgleicht und die Kurse wieder weiter nach oben steigen. Die meisten Menschen, die wirklich Verluste an der Börse gemacht haben, waren meistens nur kurz dabei, haben dann irgendwo einen Rücksetzer erlebt, dann Panik bekommen und verkauft und die Verluste realisiert. Daher ist es an der Börse ganz wichtig, zwei Faktoren sich klar zu machen. Das eine ist die eigene Risikotoleranz und das andere ist der eigene Anlagehorizont. Und die zwei bestimmen sich auch ganz stark gegenseitig. Was genau ist mit Risikotoleranz und Anlagehorizont gemeint? Und wie kann man diese für sich selbst bestimmen? Fangen wir mit dem Anlagehorizont an, denn dieser bestimmt auf gewisse Art und Weise auch die Risikotoleranz. Der Anlagehorizont ist im Großen und Ganzen die Frage, wie lange kann ich das Geld anlegen? Brauche ich das Geld nächsten Monat, brauche ich es nächstes Jahr oder brauche ich es zum Renteneintritt? Ist der Renteneintritt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder ist der Renteneintritt in 30 Jahren? Je länger der Anlagehorizont ist, desto mehr Zeit habe ich, kurzfristige Schwankungen und damit auch Rücksätze an der Börse auszustehen. Und dementsprechend kann ich ein höheres Risiko gehen, wenn ich einen längeren Anlagehorizont habe. Wenn ich einen sehr kurzen Anlagehorizont habe, dann sollte ich das Geld sehr risikoavers anlegen oder am besten gar nicht anlegen, da ich keine Zeit habe, einen Rücksetzer an der Börse auszustehen, bis ich das Geld wirklich brauche. Da gibt es ja auch die klassische Daumenregel, 100 minus das eigene Alter als Richtschnur für die anzulegende Aktienquote. Also beispielsweise sollte ein 60-Jähriger keine Aktienquote von mehr als 40% haben. Ein 30-Jähriger hingegen könnte sich eher 70% Aktien- bzw. Risikoquote leisten. Wenn dieser 30-Jährige aber plant, nächstes oder übernächstes Jahr eine Immobilie zu erwerben, dann hat auch derjenige natürlich keinerlei wirkliche Risikoquote zur Verfügung. Das heißt, der Anlagehorizont bestimmt ganz stark das einzugehende Risiko. Kommen wir damit zur Risikotoleranz. Die Risikotoleranz, sollte nochmal stark unterschieden werden zwischen der Toleranz, also dem, was ich selber bereit bin, ein Risiko einzugehen, und der Risikotragfähigkeit, also das, was ich mir leisten kann, an Risiko einzugehen. Die Risikotragfähigkeit bedeutet im Großen und Ganzen, dass man nicht Haus und Hof verwetten sollte oder Geld anlegen sollte, was eigentlich gar nicht da ist oder was man gar nicht zum Anlegen hat, sondern was man für den täglichen Bedarf benötigt. Das heißt, die Risikotragfähigkeit sollte im ersten Moment darstellen, kann ich überhaupt viel Geld anlegen? Und der zweite Punkt ist die Risikotoleranz. Will ich das Geld überhaupt risikoreich anlegen? Und am Ende ist die Risikotoleranz das Wichtigste. Selbst wenn ich einen langen Anlagehorizont habe und wenn ich eine hohe Risikotragfähigkeit habe, wenn ich mich nicht wohl damit fühle, Geld risikoreich anzulegen, dann sollte ich es auch nicht tun. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sein Geld anlegt, es dann nächstes Jahr einen Rücksetzer an der Börse gibt, sagen wir mal 10%, 15%, 20%, ich damit nicht ruhig schlafen kann und dann am Tiefpunkt verkaufe, weil ich Panik bekomme. Dann doch lieber eine niedrigere Risikoquote wählen, mit der man in guten und in schlechten Zeiten gut schlafen kann und dementsprechend dann auch durch schlechte Zeiten durch investiert bleibt oder sogar noch nachkauft, weil man sich mit dieser Risikoquote auch wohlfühlt. Können Sie ein Beispiel geben für Risikotoleranz und Anlagehorizont? Nehmen wir das Beispiel einer alleinstehenden Frau, Mitte 50, ohne Kinder, lebt in einer abbezahlten Wohnung und hat nun einen gewissen Betrag geerbt. Die Risikotragfähigkeit dieser Person ist wahrscheinlich ziemlich hoch, da sie in einer abbezahlten Wohnung wohnt, wenig Verpflichtungen hat, wenn sie keine Kinder hat und noch einen gewissen Lebenshorizont bis zum Renteneintrittsalter hat und jetzt zusätzlich noch Geld geerbt hat. Das heißt, die Tragfähigkeit wäre eigentlich hoch, was
dieser Person erlauben würde, das Geld etwas risikoreicher anzulegen und damit höhere Renditen zu erwirtschaften. Wenn diese Frau aber sehr risikoavers ist und dementsprechend mit Schwankungen im Depot, speziell negativen Schwankungen, schlecht umgehen könnte, dann wäre es das Schlimmste, jetzt das Geld vergleichsweise risikoreich anzulegen und dann beim nächsten Rücksetzer Panik zu bekommen und am Tiefpunkt zu verkaufen. Das heißt, in so einem Fall wäre die Risikotoleranz, also das eigene Empfinden, mit dem Risiko umzugehen, viel wichtiger als die Risikotragfähigkeit, die dieser Person erlauben würde, vergleichsweise risikoreich zu investieren. Was will ich damit sagen? Es ist bei weitem wichtiger, die Risikotoleranz am Ende zu bestimmen. Und viele Menschen gehen bei der Frage, wie soll ich mein Geld anlegen, direkt in die Frage, wo soll ich mein Geld anlegen. Viel wichtiger ist es erstmal für sich selbst zu bestimmen, mit welcher Quote des Risikos, mit welcher Quote in der Aktienquote kann ich selber gut schlafen und dann lieber eine etwas niedrigere Quote wählen, damit aber langfristig investiert bleiben und auch in schlechten Marktphasen damit gut schlafen können, als eine höhere Risikoquote zu wählen mit dem Blick auf höhere Renditen, aber dann in schlechten Marktphasen auszusteigen. Das Allerschlimmste ist aber, das Geld gar nicht anzulegen. Das haben wir in den letzten Jahren der Inflation gesehen. Das Geld unterm Kopfkissen ist definitiv weniger wert geworden. Und wie ich am Anfang gesagt habe, in den letzten 74 Jahren waren die amerikanische Börse nur 16 Mal negativ. Die ganzen anderen Jahre positiv, langfristig steigen die Börsen, aber man muss eben die eigene Risikoquote so wählen, dass man auch in den schlechten Jahren damit gut schlafen kann und investiert bleibt.